So, hallo und willkommen zur Anleitung bezüglich unseres Götter-Plugins. Wie einige vielleicht von euch wissen, haben wir auf der ganzen Welt Vikarat einige Götterschreine platziert. Die können meistens an Wegesrändern gefunden werden, aber vielleicht sind sie auch ein wenig versteckter und abseits. Der ganze Sinn des Plugins ist zum einen natürlich die Erkundung der Welt und ein wenig die Erforschung der ganzen Gebiete und natürlich gibt es euch einen gewissen Vorteil, denn ihr bekommt an diesen Götterschrein, wenn ihr daran betet, ja, gewisse Gaben oder Effekte oder Items. Und das Ganze wollte ich in diesem Video einfach mal erörtern, wie ihr an diesen Götterschrein betet, was man da unter anderem bekommt und wie man sich unter anderem die Statistiken dazu ansieht. Als allererstes, um überhaupt an diesen Götterschrein beten zu können, braucht ihr zwei wesentliche Dinge. Zum einen die Berechtigung dafür, das habt ihr automatisch, sobald ihr Bürger einer Stadt seid. Und ein Gebetsbuch. So ein Gebetsbuch bekommt ihr normalerweise bei einem Händler. Es kann aber auch sein, dass ihr es irgendwo, irgendwann auch mal in Truhen oder in, durch irgendwelche anderen Sachen findet. Und wenn ihr diese zwei Sachen erfüllt, dann könnt ihr an solche Götterschreine herantreten. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es ja unsere vier Hauptgötter. Eld, Panhal, Tamriss und Halvür. Die werden mit jeweils einer anderen Farbe in diesem Schrein dargestellt. Ein normaler Schrein sieht so aus, wie ihr ihn gerade vor mir seht. Nur der Clayblock in der Mitte auf dem Quarzblock hat entsprechend die Farbe des Gottes. Und wenn ihr euch jetzt einfach mal davor stellt und das Gebetsbuch in die Hand nimmt, dann könnt ihr eigentlich nur eines dieser beiden Blöcke anklicken, also den jeweils farbigen Block und den Quarzblock, und zwar mit der rechten Maustaste. Und ich warte jetzt erstmal ab, ich klicke das hier an und nachdem etwas geschehen ist, erkläre ich, was da genau passiert ist. So, zum einen habt ihr natürlich jetzt gesehen, dass ich mich versucht habe wegzubewegen. Das ist während des Gebets nicht möglich. Ihr braucht aber keine Angst zu haben, falls irgendwelche feindlichen Mobs in der Nähe seid. Während des Gebets seid ihr unverwundbar und entsprechend werden Mobs einfach weggeschleudert, wenn sie euch zu nahe kommen. Als zweites seht ihr jetzt, ich habe ein paar Gaben bekommen. Im Fall von Halvür bekommt man unter anderem ein wenig mehr Werkzeugsachen oder auch Waffen. Aber auch vielleicht andere Sachen, die ein wenig zu seiner Persönlichkeit passen. Entsprechend für die anderen Gottheiten gibt es ein wenig andere Materialien oder Gaben. In diesem Fall habe ich jetzt zum Beispiel 5 Pfeile bekommen und eine Steinaxt. Das ist vollkommen zufällig und halt entsprechend der Persönlichkeit des Gottes zugeordnet. Dann habt ihr während des Gebets gesehen, dass in der Leiste unten stand, dass man das Gebet abbrechen kann, indem man Shift drückt bzw. sich duckt. Dadurch bekommt man natürlich keine Gaben mehr. Der Schrein wird nicht als gefunden gezählt. Und dafür könnt ihr euch aber dann wieder wegbewegen. Man kann natürlich entsprechend auch ein paar Statistiken dazu abrufen, welche Schreine von welcher Gottheit man gefunden hat. Und das tut man mit dem Befehl slash Schreine. Und in meinem Fall seht ihr, dass ich auch noch nicht alle gefunden habe. Bei dem Befehl Schreine seht ihr jetzt unter anderem auch die Farben der einzelnen Götter, wie diese durch die Clayblöcke repräsentiert werden innerhalb der Schreine. Eld hat einen magentafarbenen Block, Panhal einen grünen, Tamriss blau und Halvür einen grauen Block, wie ihr schon vorhin bemerkt habt. Was das Erhalten von Gegenständen bzw. Gaben an einem Schrein angeht, hat das natürlich einen gewissen Cooldown, das heißt, ihr bekommt natürlich nicht immer etwas, sondern immer nach gewisser Zeit und das rein zufällig anhand der Gottheit. Das war es eigentlich auch schon zu dem Götter-Plugin. Ich hoffe, ihr habt dann mächtig Spaß dabei, alle zu finden und ich hoffe, ich finde sie auch alle noch irgendwann. Und ich würde mich freuen, wenn man sich dann auf dem Server wiederseht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.